David ist ein liebevoller Ehemann und Vater und ein genesener Krebspatient. An sich selbst denkt er immer zuletzt. Seine Frau Amy bat ihn, sich etwas zu gönnen, um seine Heilung zu feiern. Er soll sein Leben leben. Daraufhin kaufte er sich einen Dodge Challenger. Beeindruckend ist, wofür er ihn eingesetzt hat. Mit dem Auto fuhr er seine pflegebedürftige Mutter spazieren. Die Zeit neben ihm bescherte ihr noch viele Glücksmomente. Davon kommen die vielen Kilometer. Und heute bekommt der Mann, der selbst so viel gibt, etwas zurück. It's gonna be amazing. Dann laden wir die Kiste mal auf. Wow. I'm so excited. Ich bin so gespannt und so froh, dass ich nichts mehr verheimlichen muss. Was Chip wohl damit machen wird? Das dürfte eine der tollsten Erfahrungen in Davids Leben werden. Chris ist zurück aus Arizona und hat ein Auto mitgebracht. Wie lief der Streich? Es war dreckig, staubig und heiß. Aber die Hitze war gefaked. Wir haben so getan, als würde die Garage brennen. David war total geschockt. Sehr lustig. Wie findest du das Auto? Unter dem Staub kann es schön sein. Er verwöhnt sein Auto total. Es wurde noch nie gewaschen. Bisher gab es immer nur Wachs. Er liebt ihn. Genau. Und wen liebt er noch mehr? Chip Foose. Da darf ich ihn nicht enttäuschen. Er freut sich sehr auf die Arbeit des A-Teams. Rufen wir sie? Mach du. Klar doch. Yo, A-Team, come on out! Auf den ersten Blick wird klar, dass David ein äußerst penibler Autoliebhaber ist. Was denkst du, Ron? Eine Kaltluftansaugung hat er schon. Da kleben Zettel, Notizen in Orange. Da stehen Daten drauf, wann was am Motor gemacht wurde. So wichtig ist ihm das. Ein Beispiel für den Grad an Zuwendung, den David dem Auto widmet, sieht man im Kofferraum. Aus Teppichboden für die Wohnung hat er eine Schondecke geschnitten, um die originalen Bezüge zu schützen. Das ist wahre Liebe. Und was die Genauigkeit betrifft, das passt perfekt. Gute Arbeit, David. Ändern möchte ich Fahrwerk, Bremsen, Räder. Und zum Schluss eine gute Pflege, aber kein Wasser. Das hat er auch nie gemacht. Ich möchte nicht den Wert von so einem tadellosen Auto mindern. Diesen Challenger noch besser zu machen, ist tatsächlich eine Challenge. Wenigstens sauber machen könnte man ihn mal. Wir haben es fast geschafft. Noch ein paar letzte kleine Handgriffe, dann darf David sehen, was aus seinem besten Stück geworden ist. Looks good. Echt schön. Und mit Wumms. Awesome. It's ready to go. Geben wir ihn zurück. Okay. Dann kommen wir zum großen Finale. Come on. Die ganze Ungewissheit war hart. Wie lange sollen wir noch auf die Folter gespannt werden? Habt ihr einen Stock für mich, damit ich nicht hinfalle? Vor lauter Aufregung zittern mir die Beine. Da ist er. Augen zu. War doch gut, dass ich bei dir vorbeigekommen bin. Total. Willkommen in der Familie. Thank you. There you go. How has it been? Wie ist es dir ohne Auto ergangen? Aus irgendeinem Grund wache ich jetzt immer morgens um 4 auf. Dann sehe ich mir alte Folgen von Overhaulen an. Alle Autos, die Chip Foose umgestaltet hat. Und frage mich, was er wohl mit meinem anstellt. Eine Idee? Es wird sau cool. Treffer. Ein wunderbares Mopar-Auto.
Ich denke, du wirst ein paar interessante Ostereier finden. Wir finden es toll, dass dir deine Familie so viel bedeutet, deine Frau, deine Mutter und wie viel Freude deine Mutter mit dir im Challenger hatte. Das hat uns sehr motiviert, dir ein ganz besonderes Auto hinzustellen. Bist du bereit für etwas sehr Schönes? Dann mach die Augen auf. Das ist einfach umwerfend. Ich dachte kurz, ich werde ohnmächtig. Die Beine haben gezittert, so überwältigt war ich. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Ich dachte wirklich, ich falle um. Ein Mensch ist dafür verantwortlich, dass du hier bist. Und mit dem bist du verheiratet. Seit 42 Jahren. Jawohl, 42 Jahre. Oh mein Gott, look at your car. Amy, come on over here. Oh mein Gott. Die haben ein Loch reingemacht. Oh my God, you guys. Ihr seid der Wahnsinn. It truly is a das ist ein ergreifender Moment. Das war sicher das Beste, was ich je für ihn getan habe. Der Autoflüsterer. God bless you. God bless you. Nice to see you again. Oh, it's so nice to see you. God bless you too. Wie toll. Du darfst auch fahren und mich rumkutschieren. Oh. Für Alex. Als ich das Wappen von Alex Division gesehen habe, war es um mich geschehen. Das gibt mir wieder Hoffnung. Wirklich sehr schön. Was für ein schönes Auto. Ihr seid nicht das A-Team, sondern das A-Plus-Team. Einen Wunsch zu haben, ist großartig. Aber zu sehen, wie er wahr wird, ist noch besser. Und was steht nun auf dieser Wunschliste? Dass das Auto cool aussehen und schneller fahren soll. Auf den ersten Blick mag das so sein. Aber auf den zweiten Blick geht es bei dieser Wunschliste nicht um Technik oder Design, sondern darum, seinen Lieben nahe zu sein. David, wir haben auch einen Wunsch an dich. Du hast noch viele Highway-Auffahrten vor dir. Zeig jeder Einzelnen, was du unter dem Gasfuß hast. My name is David and I have just been overhauled.